Hallo Leute und herzlich willkommen hier bei einer weiteren Mod-Vorstellung, und zwar diesen schönen Volvo, mit dem man richtig gut Bäume laden kann. Also von einem Holzstapel auf den LKW. Viele haben sich ja so einen gewünscht und jetzt ist er da. Echt krasser Style das. Man kann ihn ganz normal mit der Maus steuern, wie man sieht. So. Was links und rechts ist, weiß ich bis heute noch nicht, aber okay. Man kann jeden Arm einzeln schön steuern. Das funktioniert wunderbar. Man kann auch unten diese Hilfe auf absetzen. Zange öffnen, schließen, funktioniert auch wunderbar. Wir gucken mal, wie die Kollisionen verbaut sind. Die sind auch wunderbar verbaut. Also da kann man richtig gut die Bäume greifen. Sind alle schön verbaut. Das ist wunderbar. So, lenkbar ist auch schön. Schauen wir mal, Kameraansicht. Funktioniert auch. Spiegel sind auch vorhanden. Also wunderbar. Ich werde jetzt nicht testen, ob man damit Bäume greifen kann, denn das ist anhand der Kollisionen schon einsichtig, dass das eindeutig funktioniert. Was mir persönlich eher interessiert, ist die Lok. Und die Lok in diesem Fall ist nicht hundertprozentig fehlerfrei. Man sieht hier dann noch Rotation und Transform, hat dann noch zwei kleine XML-Fehler, die aber sehr, sehr uninteressant sind. Und in Shop schaut das Ganze folgendermaßen aus. Zwar hier ist er, der Volvo, 0 Euro Betriebskosten, 365.000, echt ein schönes Schnäppchen. Also für LKW-Laden echt nur top, kann ich nur empfehlen. Kennt das schon aus dem Real Life. Echt coole Sache. Von der Farbe her, das Gelb, das ist ein bisschen zu intensiv. Da gehört eine schöne AO-Textur drauf, eine gepackte, damit man auch ein bisschen Schatten hat, weil so erkennt man nicht wirklich viel an Details. Aber ich denke mal, das ist nebensächlich für die. Zumindest für mich ist es nebensächlich. Die meisten Leute meckern immer Texturen immer rum. Mir ist es eigentlich egal, aber mir sind die Funktionen wichtig und das funktioniert hier alles top. Das gefällt mir sehr gut. So, auch drehen lässt sie sich wunderbar. Mir gefällt der sehr gut. Werde ich auch wahrscheinlich vielleicht im Let's Play mit aufnehmen. Ein Pfusch im Wald, was wir haben. Mal gucken. Ja, lasst ein Like da, einen Daumen hoch und vielleicht abonniert ihr mich, damit ihr auch mehr solche Videos seht auf meinem Kanal. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Viel Spaß mit diesem Mod.